Nach einem Busunglück mit mindestens 10 Toten nördlich der australischen Metropole Sydney am späten Sonntagabend hat die örtliche Polizei Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Unter den zahlreichen Verletzten sei auch der 58-jährige Fahrer. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus werde nun Klage gegen ihn erhoben, so Assistant Police Commissioner Tracy Chapman. Ich kann auch nicht sagen, um welche Anklage es sich handelt, aber er befindet sich derzeit im Anklageverfahren und sobald wir diese Information haben, werden wir sie mit Ihnen teilen. Kurz vor dem Unfall hatte der Bus eine Hochzeitsgesellschaft von einem nahegelegenen Weingut abgeholt. Das Fahrzeug sei in einem Kreisverkehr von einer Rampe abgekommen und sei auf die Seite gekippt, so die Polizei. Am Unfallort legten am Montag Einwohner Blumen nieder. Auch der australische Premierminister Anthony Albanese zeigte sich betroffen. Jeder von uns weiß, wie schön es ist, zu einer Hochzeit zu gehen und mit lieben Freunden und der Familie zu feiern. Das sind die glücklichsten Momente, die man erleben kann. Dass ein solch freudiger Tag an einem wunderschönen Ort mit einem so schrecklichen Verlust und mit Verletzten endet, ist so grausam, so traurig und so ungerecht. Der Bus wurde ja gemietet, um die Hochzeitsgäste zu schützen. Das macht diese Tragödie nur noch unvorstellbarer. Die Polizei gab an, zum Zeitpunkt des Unfalls habe dichter Nebel geherrscht. Zur genauen Ursache des Unglücks aber machten die Ermittler zunächst keine Angaben.